Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute wirklich einen wunderschönen Morgen. Also der Himmel ist blau, die Morgenstimmung ist wieder fantastisch. Und ich hatte ja gezeigt, dass ich im letzten Video habe ich ja voller Eifer alle Fenster geputzt und habe nicht gewusst, dass uns der Sahara-Sand überraschen wird. Nennen wir auch wie Blutregen, weil das irgendwie der Regen da so ein bisschen rot ist oder keine Ahnung. Auf jeden Fall durfte ich alle Fenster nochmal wieder von vorne putzen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Man kann auch sehen hier auf den Autos, kann ich mal zeigen hier. So ungefähr sahen auch meine Fenster wieder aus. Unsere Fenster. Unsere Fenster. Genau, aber ich wurde ja belohnt, weil die Fenster, für die ich zuständig bin, die habe ich nämlich noch nicht geputzt. Ja. Das habe ich noch so ein bisschen vor mir hergeschoben. Also manchmal gewinnt auch die Faulheit. Ach so, ich dachte, du sagst jetzt die Dummheit. Ja, die Faulheit in dem Sinne natürlich. Dumm war ich ja vielleicht, weil ich so eifrig war. Ja. Naja, wie auch immer. Wir gehen jetzt wieder in die Stadt, an die Weser. Wolltest du noch was sagen, Johnny? Eigentlich fällt mir gar nichts gerade dazu ein. Das klang gerade so, das sah gerade so aus. Wir gehen jetzt an die Weser, machen wir am Wochenende ja immer, dass wir uns da irgendwo schön hinsetzen und etwas die Ruhe genießen. Und ich würde mal sagen, wo wir gerade dabei sind. Jetzt geht's los mit dem Vlog. Ich wollte gerade sagen, dass wir jetzt hier angekommen sind, wo wir hin wollten, dass wir hier schön sitzen. Hier die Hühner auf der Stange. Da ist Johnny. Mhm. Und Simone hat eben angekündigt, sie wollte jetzt ein paar Fragen an uns richten. Ich bin sehr gespannt, was das denn wohl sein wird. Ja, ich wollte wissen, wir genießen jetzt ja hier das Wochenende, haben wir letztes Mal ja auch gemacht. Das wird in Zukunft nicht mehr so aussehen, weil Stefan muss am Wochenende mit neuem Schichtplan jetzt auch öfter halt am Wochenende arbeiten. Und dann öffnet der Heidepark ja auch wieder seine Pforten, wo ihr dann ja auch das ein oder andere Mal am Wochenende wahrscheinlich anzutreffen seid. Ja, und darauf freuen wir uns natürlich schon sehr, ne Johnny? Ja. Es ist alles vorbereitet, die Jahreskarten sind gekauft. Der Wagen ist auch noch voll getankt und wir waren ja so schlau. Im letzten Video haben wir ja dann mal gedacht, wir tanken mal in der Woche. Extra zwar eine Uhrzeit, wo das Benzin angeblich günstig ist. Wir waren glaube ich bei, was waren wir denn? 2,16 Euro. Ja, jetzt haben wir gerade gesehen, am Wochenende kostet das Benzin nur, in Anführungszeichen, 2,05 Euro pro Liter. Da haben wir ja uns toll vorbereitet, Johnny, ne? Für den Heidepark. Mit Spritpreisen kenne ich mich gar nicht aus. Ja, ich eigentlich auch nicht, zum Glück. Aber ich weiß, dass es also jetzt gerade deutlich billiger ist als noch vor einigen Tagen. Okay, ja, noch eine Frage? Ich wollte eigentlich wissen, wie bereitet ihr euch drauf vor? Also, was wird die erste Fahrt sein, zum Beispiel? Zum Glück bereiten wir uns darauf gar nicht vor. Also ich mache immer so. Wir drehen ja immer die gleichen Runden, die es am meisten Sinn ergibt. Ja. Als erstes Kolossus, da man dann nicht so lange warten muss, macht man. Ja. Da wird sich ja daran nichts ändern. Genau, und wer weiß, also ich bereite mich darauf gar nicht vor, weil ich das spontan mache. Und John natürlich auch. Und das ist ja auch das Schöne, dass man einfach in so einen Freizeitpark geht und dann einfach sich treiben lässt vom Geschehen im Freizeitpark. Also muss ich auch nicht fragen, was im Heidepark kulinarisch für euch wohl ansteht, ob der Burger, der, wie heißt das, Piratenburger angestrebt. Um es kurz zu machen, man soll die Eier nicht begackern, bevor sie gelegt sind. Ich weiß jetzt einfach noch nicht, was ich da essen werde, Simone. Ich glaube, da muss ich mich jetzt noch nicht... Wir wissen, was wir wissen, dass wir geplant haben, am 1. Aprilwochenende, wenn der Heidepark aufmacht, dass wir dann dort sind. Geplant ist der Sonntag und ich hoffe mal auf ähnlich schönes Wetter. Wer weiß, wenn Regenwetter ist, dann denke ich mal, sparen wir uns die Fahrt dorthin. Ja, das ist ja das Praktische an der Jahreskarte, dass man da nicht festgelegt ist. Dass, genau. Ne, ich würde mir natürlich schon wünschen, dass ihr gutes Wetter habt, dass ihr begeistert nach Hause kommt, viel dass Spaß hattet schön, und ich Ruhe, meine Ruhe hatte. Ruhe, da haben wir schon wieder gedacht. Naja, wir haben unsere Ruhe ja auch. So, und jetzt haben wir die Ruhe hier auch. Wir genießen sie jetzt, wie immer. Mal richtig rumdrehen, damit man auch lesen kann, was für ein tolles Getränk ich hier habe.
Ich kann es nur wiederholen. Ja, wir trinken alle beide Hackeberg. Simone hat einen Hackeberg Kreuzen. Die teure Variante sozusagen. Ne? Ja. Meins ist teurer, aber da ist so ein bisschen Hefe noch mit drin, naturtrüb. Lecker. Und das Glas finde ich auch immer schön. Ja, ist ein mildes Bier. Und dieses hier ist ein bisschen bitterer. Und Johnny, was hast du heute Leckeres an kulinarischen Getränken? Was? Kulinarisch? Ja, warte, ich habe jetzt. Ich hab eine Sprite. So. Gut, also. Ja, dann auf einen schönen Tag. Prost. Ja, schon wieder alle schön in der Reihe, diesmal zu Hause, denn wir wollen heute, heute ist der 19. März, wo wir das Ganze hier aufnehmen, einen Livestream mal wieder machen. Wollen wir eigentlich immer so relativ einmal im Monat regelmäßig machen, das haben wir natürlich wieder mal nicht hinbekommen, weil es immer so ein großer Aufwand ist, da wir die ganzen Aufbauten nicht immer parat haben. Also wir müssen immer jedes Mal extra wieder aufbauen. Ja, was haben wir jetzt aufgebaut oder was haben wir jetzt hier? Ja, wir haben unsere PlayStation angeschlossen, dass wir darüber streamen können mit OBS. Das ist übrigens das Programm, mit welchem wir streamen und auch aufnehmen, alles, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ja, und wir haben die PlayStation, also wir haben so eine Elgato-Karte im Computer. Da ist jetzt die Kamera dran angeschlossen. Diese Kamera hier, und ich zeige sie mal eben. Da ist sie. So, dann haben wir so eine andere Elgato-Karte, die liegt da an der Erde. Da ist die HD60S Plus. Genau, da ist die PlayStation dran angeschlossen. Und ja, was soll ich sagen? Dieser Fernseher hier vorne, der da, der muss sein, denn ohne Ausgangssignal kann der PC die Kamera einfach nicht verarbeiten. Also muss immer so ein Monitor dran angeschlossen sein. Ja. Bisher war es ja immer so, dass irgendwas im Stream immer mal nicht klappte. Sei es der Ton oder da ist mal ein Bild stehen geblieben. Ich habe es jetzt so lange getestet, mehrere Stunden. Es ist nichts passiert. Wahrscheinlich passiert Folgendes. Ja, wenn es live ist sozusagen, dann passiert es wahrscheinlich. Danke, dass du mich die ganze Zeit nicht angesprochen hast, weil zu diesem technischen Kram hätte ich überhaupt nichts sagen können. Also meine volle Hochachtung, dass du das immer aufbauen kannst. Ich wusste gar nicht, was ich da machen sollte. Ja, ich wusste gestern Abend, wo ich es gemacht habe, auch nicht. aber es hat geklappt. So, ja, wollen wir hoffen, dass wir nicht noch einen Scheinwerfer brauchen für die Aufhellung des Raumes hier, weil wir ja abends das machen. Müssen wir noch aufbauen, glaube ich, einen Scheinwerfer zur Sicherheit. Nicht, dass es nachher daran liegt. Ja, wollte ich nur mal kurz mal zeigen hier. Du noch was zu sagen, Johnny, dazu? Na, eigentlich nur, dass ich mich schon freue, wenn der Stream beginnt, weil ich es immer ganz toll finde, so mit so vielen Leuten auf einmal, so man bekommt die ganze Zeit Fragen und so, das gefällt mir irgendwie. Ja, also, ne, auf geht's in den letzten Vorbereitungen, würde ich sagen. So, es ist jetzt bereits dunkel geworden, wir haben doch noch einen Scheinwerfer aufgestellt. Oh, und da ja das Motto heute, der Stream heißt ja, wir waren immer Chillen und Gaming. Ich hoffe, wir können ein bisschen chillen. Ja, auf jeden Fall, also ich chille, ich knabber ein bisschen was nebenher. Ich hoffe, ja, dass wir nicht zu sehr mit vollem Mund dann sprechen, wenn wir ja, das Fragen beantworten. Das ist nicht das Schlimmste. Ich hoffe, dass wir auch Zeit haben, das echt zu genießen. Wie gesagt, ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Ja. Es ist bisher immer einfach schief gelaufen. Das Komische ist aber, wenn wir euch fragen, wie der Ton ist während des Streams, bei manchen ist er dann super gewesen, bei manchen nicht. Also denke ich immer, lag das an uns? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Jetzt haben wir eine andere Kamera. Da sollte der Ton deutlich besser sein jetzt. So, was haben wir hier noch zu sagen? Oh, ich sehe den Teller jetzt. Sieht wirklich gut aus und ich freue mich schon, wenn der Stream beginnt. Ja. Es sind jetzt noch wie viele Minuten? Noch 11 Minuten dauert es. Genau, ich hole mir noch was zu trinken. Ja, ich muss mal noch was zu trinken holen auf jeden Fall. Und du sollst auch noch was holen, Johnny. Bleibt dann noch schön kühl.
kannst du was sagen. Okay. Ja, der Stream läuft schon, wir sind aber noch nicht zu sehen. Wer einen Stream von uns schon geguckt hat, weiß ja, am Anfang ist da ja die Drohnenaufnahme und dann steht da, unser Stream beginnt gleich, wir freuen uns auf euch. Und ja, das ist eigentlich die Phase, die dann immer abgeht. Wir sitzen hier und freuen uns auch wirklich schon auf euch. Und ja, aber ich bin schon etwas aufgeregt. Ich bin am Anfang immer irgendwie aufgeregt. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Das gibt sich aber dann ganz schnell. So, ich stelle jetzt oben auf die transparente Kamera. Ab jetzt halt ihr ein Bild dann, ne? Mhm. Achtung. Ich erschrecken. Kannst du haben was auch getan? So, geht los, Achtung. Mhm. Ein bisschen warten noch. Moin. Moin. Moin, ja. Müssen wir eben noch was umschalten. Es ist immer... Es ist immer... Wir sind noch nicht so eingespielt damit irgendwie, ne? Überhaupt nicht. Also, wir freuen uns auf jeden Fall, dass schon so viele da sind und... Mhm. Ich hoffe, dass ihr euch auch alle etwas zum Chillen geholt habt. Wir haben hier feinste Speisen, so einen kleinen... Teure Tomaten. Ja, es ist alles teuer in dieser Zeit. Und natürlich gibt es auch ein leckeres Getränk, hat jeder sich geholt. Wer es noch nicht getan haben sollte, den kann ich nur empfehlen, das jetzt auch zu machen. Es rauscht ein bisschen, sagt der eine auch noch. Es fehlt schon wieder los. Ja, mal gucken, ob es bei allen so ist. Das habe ich nämlich noch nicht rausgefunden. Manche sagen, der Ton ist gut und andere sagen, sonst immer in den anderen Streams zu leise oder mal gucken, wie die allgemeine Meinung ist. Naja, das Hauptthema von Thema Gaming heute, kann ich schon verraten, ist, wie man im Titel liest, GTA. Denn für GTA gab es ja jetzt... Warte, weil der Ton knackt. Ich wusste, dass was schief geht. Knistert. Wieso knistert das? Der Ton. Achso, ich kann das schon wieder. Ja, knistert, es rauscht. Tja, Leute. Hm. Gestern haben wir das getestet, da ging alles. So, oder ist wieder das hier? Nee, das ist es nicht. Wenn ich jetzt wieder was rausziehe hier, da weiß ich genau. Warum kann das nicht einfach normal sein? Also mit dem Knistern. Warte, wir probieren jetzt eine Sache aus. So. Wie ist denn der Ton jetzt? Muss ich mal eben gucken, wie man das hier auch steuert. Ist besser jetzt? Besser. Gut. Ist wieder richtig. Dann machen wir das Ganze so. Natürlich doof, dass das Mikrofon jetzt alles so im Bild ist hier, aber gut. So, ein neuer Tag. Der Stream ist zu Ende. Mir hat das Ganze sehr gefallen. Mir gefällt das nämlich immer so mit so vielen Leuten zu sprechen, sage ich mal. Ja, muss ich auch sagen, hat Spaß gemacht. Es war natürlich auch wieder ein gewisser Stress dabei, besonders am Anfang, als das mit dem Ton nicht funktionierte. Kann ich mir echt nicht erklären, wie das passieren konnte, weil wir haben es ja vorher geprobt und es ging alles. Keine Ahnung. Das sind immer die Sachen bei diesen Live-Geschichten. Macht immer tierisch Spaß. Man ist aufgeregt, ist man natürlich dabei auch, wenn man das natürlich nicht so oft macht. Können wir gerne mal öfters machen demnächst, aber... Es fehlt mir noch die zündende Idee. Man kann ja nicht immer da vorsitzen und nur Fragen beantworten und nebenbei Gaming machen. Obwohl, für Jean wäre es natürlich super, oder? Ja, vor allem mit Zuschauern zu spielen. Machen ja eigentlich gar nicht so viele Streamer inzwischen. Die meisten machen ja einfach irgendwie, die spielen live. Und ich finde es ganz toll, dass man mit den Zuschauern spielt. Ja, finde ich auch gut. Wir sind ja auch ein Familienkanal, machen normalerweise ja nicht nur Streams. Und Simone, was hast du dazu noch zu erzählen vielleicht? Ja, ich muss dazu sagen, dass gestern wieder ganz tolle Fragen gestellt wurden. Und das hat echt Spaß gemacht und ja, gerne demnächst wieder. Ja, finde ich auch. So. Und wir haben jetzt noch wieder einen schönen sonnigen Tag vor uns hoffentlich, den wir genießen werden. Und dann mal sehen, was gleich in diesem Vlog als nächstes kommt. Ich glaube, wir haben schon eine Idee, denn wir haben einen Zuschauerwunsch bekommen, dass ich mal meine Filmsammlung zeigen soll. Die ist natürlich kleiner als gedacht, aber das machen wir mal. Los geht's mit der Filmsammlung. Fangen wir hier mal bei den Blu-ray
ich wollte schon Blu-ray-DVDs sagen, aber das ergibt ja keinen Sinn. Blu-ray-Discs. Und ja, wir fangen mal hier an. Ich zeige natürlich nur das Wichtigste, was man eigentlich kennt. Hier haben wir zum Beispiel die Twilight-Reihe. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Teile das sind. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 5. So, hier geht's dann auch weiter mit einem ganz wichtigen Thema für Stefan und natürlich auch für mich. Und zwar hier sind ganzen Terminator-Filme. Ich hole mal eine raus, weil ich sehe, hier ist von Terminator 2, Stefans Lieblingsfilm, sogar so eine Metallbox. Und ich muss sagen, der Film hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, was haben wir hier noch? Ach, ich sehe sogar Stromberg habe ich letztens noch mit meinen Eltern zusammen geguckt. War echt lustig. So. Oh, hier kommt auch was zu einem ganz wichtigen. Und zwar hier haben wir die ganze Star Wars Saga von 1 bis 6. Dann haben wir hier noch die Nebenfilme wie Solo, Star Wars Story und Rogue One. Und hier dann 7, 8 und 9. 8 und 9 sogar auch in so Metallboxen. Aber ja, kann man auch alles digital gucken eigentlich inzwischen. Dann haben wir hier Star Trek. Kenne ich mich nicht so gut mit aus, weil es bei mir auch schon ein bisschen länger her. Aber hier ganzen Star Trek Filme. Ja, wieder rein. Hier haben wir dann Resident Evil zum Beispiel. Oder Speed. Sind beides Filme, die Stefan recht gut fand. Resident Evil habe ich sogar mitgeguckt. Speed ist bei mir auch ein bisschen länger her. Kann ich mich nur noch daran erinnern, dass was mit einem Bus da zu tun war. Ja, also Speed, muss ich mal sagen, ist für mich ein Film, das ist der Hammer. Haben wir mal früher, als ich mit Simone in New York war, da ist der gerade in der Premiere gelaufen. Da sind wir sogar zweimal hingegangen. Also das ist echt einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall. Tierisch spannend. Auch nach dem 10. angucken immer noch spannend. So, wo war der? Hier. Da. Ja. So, hier haben wir Fluch der Karibik. Habe ich auch früher immer gerne geguckt. Sogar in 3D ganz viel. So. Ja, 3D ist auch so eine Sache, die irgendwie ausstirbt für die für den Heimgebrauch. Irgendwie auch Schwachsinn, nicht mit der 3D-Brille vor dem Fernseher zu sitzen, weiß ich auch nicht. Ja, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es bald bei den Streaming-Diensten genauso geht. So, weiter geht's. Indiana Jones haben wir hier zum Beispiel. Oh, und jetzt sehe ich schon, jetzt kommt was Großes. Und zwar, hier haben wir die Herr der Ringe-Box. Hier sind die ganzen Filme drin. Also 3 Stück, aber auch mit dem Bonusmaterial und so. Genau, also Herr der Ringe, muss ich mal sagen, gehört echt zu meinen Lieblingsfilmen rein. Finde ich total klasse. Ich kenne zwar die Bücher nicht. Natürlich haben wir auch dann passend dazu der Hobbit, die 3 Teile. Und auch natürlich immer in den Special Edition. Das ist mir ganz wichtig. Ja, vor allem bei Herr der Ringe, wo man dann alles hat. So, genau. Alles gesehen hat. Denn ich finde auch, diese Fantasy-Welt finde ich richtig cool. Und ja, ist ein Film, den man gesehen haben muss. Genau wie es hier auch schon weitergeht mit Harry Potter. Oh, haben wir echt lange nicht rausgeholt. Die kleben schon ein bisschen. Oh, ich sehe sogar, hier sind noch 2 weitere Harry Potter-Teile draußen dran. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht kann Stefan dazu was sagen. Ah, in 3D. Oder? Nö, das sind doch Filme, die sind nicht in dieser Box drin gewesen. Die sind einfach, gehören mit dazu. Man will ja alles haben, wenn man schon einmal angefangen hat. Ach so, oder vielleicht ist... ich habe keine Ahnung. Dann auch so ein Film hier, den ich von früher her kenne und immer noch gut finde. Die Goonies, also Steven Spielberg. Echt top. Ja, wir können natürlich nicht alle Filme zeigen. Ja. Natürlich James Bond, die neuesten haben wir auch alle aus Blu-ray da. Oh, Alien haben wir hier auch. Ja, da ist so einiges. Aber was eine ganz wichtige Sammlung, ein ganz wichtiges Relikt meiner Sammlung ist, ist dieses hier. Das ist eine alte TV-Serie, 5 Freunde. Musste man Ewigkeiten darauf warten, um die aus Blu-ray oder als DVD zu bekommen. Habe ich früher, glaube ich, sogar auch geguckt. Das sind echt, es gibt da natürlich auch mehrere Verfilmungen von, aber diese hier aus den 70er Jahren ist wirklich mit Abstand für mich die beste. So, das waren jetzt Blu-ray-Filme. Jetzt nochmal eben ganz schnell diesen DVD-Schrank. Das sind alles DVDs und zwar alles von Fernsehsachen. Das ist mir auch wichtig. Meine Lieblingsserie bis heute immer noch 24. Finde ich total spannend und ja, revolutionär. Dann habe ich die alten TV-Krimis hier. Es war früher immer so, dass es jeden Freitag immer ein Krimi gab. Von der Alte,
Dann gab es natürlich auch Derek, ist auch vollständig. Der Kommissar ist auch so eine TV-Serie von früher. Total klasse. Na gut, was man so haben muss als Fernsehfan. Das Erbe der Guldenburgs kennt wahrscheinlich keiner mehr. Ich fand es total klasse. Die Schwarzwaldklinik habe ich sogar auch hier. Ist natürlich irgendwie lächerlich, aber aus heutiger Sicht für mich gucke ich mir lieber sowas an als das heutige Fernsehprogramm. Captain Future, immer noch Kult. Was haben wir hier noch? Selbstverständlich Denver Clan, habe ich früher geliebt und ich liebe es auch heute noch. Vor allen Dingen hier diese Figur, Blake Carrington, absolut spitzenmäßig. Die Drombusch, auch eine TV-Serie, eine Familienserie. Haben wir uns auch vor kurzem angeguckt. Was ist denn hier noch alles bei? Ein Fall für zwei. Was ist noch wichtig? Die ganzen Sechsteiler oder diese ganzen Weihnachtssachen. Jack Holborn mit, wie heißt er noch? Patrick Bach in der Hauptrolle. Die Klackerwitter habe ich früher auch als Kind geliebt. Patrick Parker. Und so musste auch Tim Thaler sein. Silas ist hier auf jeden Fall noch, ist auch so eine Serie. Und Tim Thaler war unter T, da steht Tim Thaler. Ja, ich will es nicht zu lang machen. Das sind so meine Fernsehsachen und die sind mir total wichtig. Ja, so, der nächste Schrank. Und zwar ist hier sowohl Blu-ray als auch DVD. Und ja, zeige ich mal, was ich hier zeigen kann. Ich kann nicht zu einem ganz so viel sagen, aber hier zum Beispiel kann ich zu was sagen. Hier ist Schiller. Der von Schiller, das ist ja auch ein Freund, den Papa noch aus der Kindheit kennt. Dann haben wir was von Udo Jürgens und so, hier kann ich zum Beispiel wieder ein bisschen mehr zu sagen. Und zwar Vicky, habe ich früher damals echt gern geguckt. Und letztens war ich auch mal wieder in so einem, wie nennt man das, Kinderkanal im Fernsehen, weil ich gucke ja nicht so viel Fernsehen. Es gibt ja inzwischen alles mögliche, Netflix und so. Und da habe ich mal gesehen, dass das Vicky, was da immer Zeichentrick war, jetzt genau noch mit diesen Figuren ist, aber so in animiert. Und sowas kann ich ja eigentlich gar nicht leiden. Hier kann ich eigentlich recht wenig zu sagen. Hier unten haben wir ein paar Sachen mit drei Fragezeichen. Ist Papa ja auch ein ganz großer Fan von. Uah. Ups. Wovon Papa auch ein großer Fan ist, ist von Klaus Kinski. Haben wir hier auch ganz viele Sachen. Denn er ist auch ein großer Fan von seinen Ausrastern. Hier sind es auch so Interviews bei, wo er ausrastet. Kenne ich sogar viele Sachen von. Hier haben wir was von Disney, Mickey Mouse, Donald Duck. Und das wäre es dann auch eigentlich schon. Hier haben wir noch halt noch ein bisschen Didi. Und hier sind also auch noch so ein paar Filme, die ich geguckt habe früher. Und ja, das wäre es dann auch eigentlich. Ja, besten Dank für den Vorschlag mit den Filmen. Haben wir gerne gemacht. War mal was anderes. Ja, und jetzt ist gerade bestes Wetter angesagt. Ja, wir haben richtig großes Glück. Und, wo wir gerade hier stehen. Hier, hinter uns, ist übrigens das Reisebüro, wo wir unseren Flug in die USA gebucht haben. Hoffentlich klappt das alles. Corona-mäßig und mit anderen Situationen, die sowas eventuell ja noch erschweren oder sogar verhindern können. Wollen wir mal nicht hoffen. Auf jeden Fall haben wir heute erstmal Glück, denn es ist Montag und wir beide haben frei. Ich habe frei, weil ich dafür nächsten Samstag arbeiten muss. Simone ist gerade arbeiten. Und Johnny, warum hast du schon wieder frei? Ja, weil die Lehrer bei uns in der Schule eine Fortbildung haben. Ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Was lernen die denn gerade? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. So, gut. Wir haben jetzt noch ein bisschen vor, den Tag zu genießen, wenn man schon mal frei hat und das Wetter auch dafür noch so schön ist. Mal sehen, wo uns der Weg so hinführt. Thank you.
Ja, da sind wir auch schon wieder da, wo wir so oft und so gerne landen, nämlich an der Schlachte, wo wir jetzt mal wieder das schöne Wetter und die frühmittagliche Stimmung genießen. Ich will mal Simone anrufen und fragen, wie es dir bei der Arbeit so gefällt. Mal gucken. Ja? Moin, du bist live im Video. Oh, hallo. Wie gefällt es dir bei der Arbeit? Ja, man schlägt sich so durch, würde ich sagen, ne? Ja, wir schlagen uns auch durch. Wir haben uns bis zur Schlachte durchgeschlagen und sitzen beim Feldmanns. Schön auf dem erhöhten Sitz, mit bestem Blick auf die Schlachte. Gut, dann wünsche ich mir ein Essensbild nachher von euch. Das wirst du kriegen, wenn das alles ist, was du dir wünschst. Ja, das wünsche ich mir. So, dann arbeite schön weiter, ne? Genau, viel Spaß euch. Dankeschön. Tschüss. Und noch was dazu zu sagen? Nee, ich bin nur froh, dass er mich nicht anrufen kann in der Schule. Kann ich schon. Ja, könnte er schon. Ich könnte sogar rangehen, aber... Lieber nicht. So, genießen wir, wie gesagt, das schöne Wetter. Ja, wenn man hier so sitzt und die Zeit genießt, für mich ist das sowas total wichtig, muss ich mal sagen, dass man seine Freizeit oder seine freie Zeit nicht unbedingt sinnvoll verbringen muss. Da bin ich schon lange drüber hinweg. Mir reicht das schon, wenn ich sie angenehm verbringe. Und für mich ist sowas total angenehm. Einfach hier sitzen, durch die Gegend gucken, ein Getränk genießen, das Wetter genießen. Und bei dir, Johnny? Ja, meine Freizeit besteht eigentlich momentan bei dem guten Wetter natürlich auch mit Freunden rauszugehen, aber auch sehr viel eigentlich Thema, was gerade mit Serien los ist, mit Spielen, wie zum Beispiel jetzt dieses neue GTA. Ja, erzähl. Also ich habe mir das ja auch installiert. Ich habe es auch schon wieder neu angefangen. Wollte ich schon lange mal machen, dass ich das GTA anfange neu. Und jetzt, wo es eine neue Grafik gibt, eine bessere Grafik. Ja, also natürlich nicht ganz, ganz neu, aber da wurden halt so Dinge wie Feuer, Rauch, Explosion und... Ja. Also es wurde alles nochmal übergangen, aber es hat noch dieses GTA... Übergangen? Überarbeitet, aber es hat noch dieses GTA 5 klassische, also nicht, dass es jetzt aussieht wie ein komplett neues Spiel. Es wurde halt remastered mit den alten Grafiken. Wäre sonst auch blöd, wenn alles ganz neu wäre. Und wie gesagt, ich wollte es immer schon spielen. Ich wusste nicht mal, wie man das steuert. Musste ich alles von vorne wieder lernen. Ja, ich habe auch nochmal neu angefangen mit der Story, aber ich habe mir vor allem einen neuen GTA Online Charakter erstellt, weil die GTA Online Story sich auch etwas verändert hat. Und zwar habe ich mir da jetzt einen neuen Charakter erstellt, der auf Level 1 anfängt. So wie ich zum Beispiel. Ja, nur halt du in Story-Modus und nicht in Online. Ach so, du spielst Online, ja gut. Ja, und sonst, Johnny? Das sind alle Gedanken, die dich so umgeben? Na, das Ding ist, wo wir zusammen gut sprechen können. Also noch ein paar Gedanken sind, zum Beispiel, heute ist ja dieser Montag, bedeutet neue Walking Dead-Folge bei Disney+. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, wenn die Serie zu Ende ist. Ich bin wirklich froh. Ich mag Walking Dead, das werde ich auch immer so mögen, aber ich will es fertig gucken, weil inzwischen ist es einfach nur komisch. Es war in den Comics zwar auch so, dass jetzt die sind jetzt an so einem Ort, wo die Apokalypse quasi zu Ende ist. Und dieser Ort, ja, die haben da ein Militär und so alles. Und dieses Militär gerade auch, die sehen aus wie... wie soll ich sagen, alle machen da gerade so Memes, dass die aussehen wie Stormtrooper und es passiert eigentlich auch gar nichts mehr. Vielleicht 3 Zombies in der Folge, war früher viel mehr. Und jetzt ist es einfach eigentlich nur noch langweilig. Siehste, das ist auch der Grund, warum ich damit aufgehört habe. Na, er hat ja aufgehört, als Negan dazu gekommen ist. Nein, es war mir einfach zu viel, dieser Bannenkrieg. Sag ich doch. Ich fand es damals faszinierend, muss ich mal sagen. Ich bin absolut kein großer Zombie-Fan oder sowas. Ich finde es aber total erschreckend. Also ich bin da echt immer sehr angespannt bei. Ich fand es aber dann auch mal gut, dass diese Serie mal über Sachen hinweggeht, oder die da passieren können, die normalerweise in Filmen nicht passieren. Zum Beispiel, dass in der ersten Folge, dass da gleich so ein Kind als Zombie war, fand ich damals total beängstigend und erschreckend. Das wurde sonst irgendwie, wüsste ich jetzt gar nicht, dass das schon mal irgendwie gezeigt worden ist. Kann natürlich sein, aber ich fand es ganz toll und auch diese ganzen Zombie-Horden, wie sie das gemacht haben, fand ich wirklich erschreckend und ich war immer froh, dass ich nicht in so einer Welt lebe wie... In der bei The Walking Dead. Ja, was lachst du jetzt darüber schon wieder ich so blöd? Ich wünsche mir manchmal sowas, weil ich finde das, also nicht jetzt, dass hier so eine Weltkatastrophe ausbricht, aber dass man irgendwie vielleicht so, das mal erleben könnte, so, weil ich finde sowas eigentlich richtig cool.
Ich glaube, du wärst froh, bist froh, dass es nicht so ist. So, jetzt haben wir zu Hause gerade noch ein Paket bekommen. Das hat bei uns vor der Haustür gestanden, kam also nicht mit der Post. Glaube ich jedenfalls nicht. Nee, da war keine Briefmarke drauf. Ja. Mal sehen, was das ist. Ob es eine Verarschung ist oder ob es was Ernst Gemeintes ist. Das machen wir jetzt noch mal auf, würde ich sagen. So, ich bin schon mal gespannt, was drin ist. Vor allem bin ich erstmal ein bisschen vorsichtig, weil wenn es keinen Absender gibt. So. Ein Brief, den lese ich mir gleich noch einmal durch. So. Achso, ich sehe schon. Einmal haben wir hier den Ronny drauf, wie er den Tornado entzündet. Dann haben wir den Herr der Ringe mit Frodo. Elder Ring. Den kenne ich auch, Namen weiß ich gerade nicht. Ja, ich muss gestehen, von den Fotos bis auf Elden Ring und was war das noch, Herr der Ringe, kenne ich gar nichts davon. John, erklär mir, was war das? Kann ich selber gar nicht richtig beantworten. Also, auf jeden Fall, ich fand's lustig. Hier haben wir auf jeden Fall eine Pokémon-Karte. Das ist ja auch so gerade so ein Trend gewesen. Ich weiß, das ziehen nämlich gerade ganz viele Leute nach Wert. Hier steht sogar, ich bin Pokémon-kartensüchtig. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Aber ich bin natürlich ein Fan von diesem Pokémon, was gezeichnet ist. Also vielen, vielen Dank dafür schon einmal. Ich guck mal gleich nach, ob die gut ist oder nicht. Haben wir hier nochmal zweimal Corona extra. Ich habe jetzt einen Brief durchgelesen. Wir sollen hier einen Tornado entzünden. Darum auch dieses Bild. Mir schon klar, wie das geht. Man soll jetzt, das müssen wir mal an einem anderen Vlog machen. Das machen wir heute jetzt nicht mehr. Also Tornado entzünden, wir probieren das mal. Also es wird eh nicht klappen, weil ich nach jedem Schluck Bier, den ich trinke, schlucken muss. Also ich kann das hier nicht aushaken, das wird nicht funktionieren, aber ich probiere es gerne. Naja, war ein Versuch wert. Eigentlich wollte ich das ja nicht machen. Mich hat überrascht, dass Stefan das jetzt so halbwegs gar nicht hingekriegt hat. Mal gucken, wie es mir wahrscheinlich genauso ergehen wird. Oh Gott. Schade um das schöne Bier, würde ich sagen. So, jetzt machen wir Simones Essenbilder. Was sie damit anfangen möchte, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, damit sie sicher gehen kann, dass wir was essen. Ich weiß es selber nicht. Was gibt's denn hier schon wieder? Dasselbe wie immer. Chicken Nuggets. Ja. John isst immer hier Chicken Nuggets. Ich habe mir heute mal ein Essen bestellt, was ich hier im Sommer immer gerne esse. Nämlich Camemberts mit Baguette. So, hast du die Bilder fertig? Habe ich sogar schon abgesendet. Okay, ja, da würde ich mal sagen, ist dieser chillige Vlog zu Ende. Jo, wenn er euch gefallen hat, liken, abonnieren und dann, wir essen jetzt erstmal. Bis zum nächsten Video. Tschüss.